Servus Leute, willkommen zurück zum Mega Man 11. Wir gehen wieder zu Fuseman. Mal wieder, ja. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht, mich ein bisschen, ja, regelrecht im Ventilator reingelegt, weil sonst halte ich es trotzdem nicht aus, weil es immer noch zu warm ist. Aber ein bisschen Abkühlung tut gut, tut vor allem dem Kopf gut, damit ich nicht wieder irgendwie durchdrehe oder so. Vor allem ist tut dem Spiel nicht gut, es tut euch nicht gut, den Zuschauern, es tut mir nicht gut, es tut eigentlich niemandem gut, außer den wirklich schadenfrohen Leuten, so wie ich zum Beispiel einer bin. Die können sich natürlich totlachen darüber, wenn ich ausraste, durchdrehe und... Naja. Manche Leute sind so drauf, manche nicht. Ich persönlich freue mich eigentlich immer, wenn eine Person, die ich kenne und die ich gern schaue, wenn die in einem Spiel am Rande des Wahnsinns getrieben wird. Aber dich habe ich gar nicht bemerkt. Wenn eine Person, die ich kenne, in einem Spiel am Rande des Wahnsinns getrieben wird. Na, ich habe nicht aufgepasst zum zweiten Mal. Wow. Was zum? Na, geht doch. Aber... Gut, es ist eben selbst überlassen, ob man jetzt jemanden gern guckt, wenn er ausrastet, oder gern guckt, wenn er nicht ausrastet. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin eher so beides. Ich gucke sowohl eine Person gern, wenn sie ausrastet, als auch wenn sie nicht ausrastet. So als Beispiel Osoma, weil seine Videos gucke ich ja gern. Ob er sich jetzt aufregt oder nicht, ich gucke ihn eben gern, weil ich finde, er ist ein guter Let's Player, er ist unterhaltsam. Also warum sollte ich ihn nicht gern gucken? Und er hat meiner Meinung nach auch viel mehr Zuschauer verdient. Na gut, da haben wir wieder dieses Streitthema von wegen, wer wie viele Zuschauer und so weiter verdient hat, weil, wow, laut Meinung vieler Leute habe ich auch viel mehr Zuschauer verdient und bin ich eigentlich auch dafür, aber naja, sowas kann man ja nicht erzwingen und sowas will ich ja auch eigentlich auch nicht erzwingen, sonst bekommt man Abonnenten und Zuschauer, die nicht ganz so gut drauf sind, die oftmals Streit oder so anfangen oder, naja, die, ich sag's mal jetzt ganz böse, weil mir gerade nichts Besseres einfällt, die unreifen Kiddies oder so, womit ich jetzt nicht alle in einen Topf werfen will, aber manche Personen sind leider nun mal so drauf und so, vielleicht kriege ich es jetzt hin. Ach, wieder zu früh. Ich kriege das gar nicht hin. Und bevor ich irgendwie, weiß nicht, 5000 Abonnenten habe, wovon die Hälfte tote Abos sind und die andere Hälfte streitende Kinder. Naja, dann habe ich lieber etwas weniger. Und weiß aber, dass die Leute alle korrekt sind. So, zack. Jetzt kommt, glaube ich, ein böser Raum. Achso, ja, der Raum. Lande. Weil du kannst nicht ewig fliegen, das ist das Schöne an der ganzen Sache. Schnell, 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 Beeilung, Beeilung, dann schaffe ich's. Oh! Es geht in einen Rutsch, wie geil! Ich depp. Moment, ich knall ich erstmal ab. Jetzt. So, aufpassen. Hier kommt man wahrscheinlich auch schnell genug durch. So, das war Speed, genau. Die Frage ist nur, wenn ich das Speed genutze, wo nutze ich es dann? Weil wenn er seine Speedform macht, brauche ich persönlich das Speed nicht, weil... So, ich versuche mal was.
Ah, okay, da darf ich nicht sliden. Autsch. Gut, ich habe mir nämlich in der Pause überlegt, weil ich habe nämlich darauf geachtet im letzten Video. Er zischt immer von der einen Seite zur anderen. Also er steht jetzt rechts und er zischt zuerst nach links. Das heißt, wenn ich schnell nach rechts mich bewege, bin ich hier einigermaßen safe, wollte ich gerade sagen. Nee, hat ein unbestimmtes Muster. Das ist scheiße. Okay, zweimal sliden. Okay, anderer Rhythmus. Ah, Scheißdreck. Nein! Oh! Holy shit! Das wäre so geil gewesen, hätte ich hier ausweichen können. Gut. Nein! Nein! Jetzt macht er wieder das. Wow! Wie war ich denn gerade aus? Einigermaßen göttlich. Das war der bisher beste Kampf gegen ihn. Ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Ich habe mich richtig angestrengt. Scheiße. Aber irgendwie hat der Kampf was. Oh, der Kampf war so gut gerade. Ich hätte ihn noch zweimal mit einem aufgeladenen Schuss treffen müssen. Dann wäre er wahrscheinlich besiegt gewesen. Ah, scheiße. Okay. Tatsächlich ist das, wenn er Speed Gear macht, ist am einfachsten. Shit. Ja, da konnte ich jetzt schlecht ausweichen. Ich bin gesprungen, aber. Ah, falsche. Moment, der ist jetzt von oben nach unten. Das war neu von ihm. Nein! Oh! Nein, ich habe nicht aufgepasst, weil ich immer verwirrt war. In den Schädel rein. Dreck. Dreck, Dreck, Dreck. Aber die vorherige Runde war, ihr müsst zugeben, das war eine geile Runde. Ich habe mich einmal richtig krass angestrengt und dann das. Ich wette, wenn es jetzt noch so heiß wie gestern gewesen wäre, wäre ich jetzt ausgezuckt wie irre. Aber es ist trotzdem warm, das ist das Problem an der ganzen Sache. Es stört mich bei meiner Konzentration. So ein bisschen. Und wenn es so heiß ist, kann ich mich schlechter konzentrieren. Ich meine, ja, bei der Arbeit ist es auch heiß, aber. Jetzt sollte ich mal Traubenzucker nehmen. Weil bei der Arbeit habe ich immer Traubenzucker bei mir. Na, was tatsächlich die intelligenteste Idee ist, die ich jemals hatte. Während der Arbeit Traubenzucker zu essen. Das ist tatsächlich intelligent. Also jedes Mal, wenn ich so ein bisschen am Schwächeln bin. Also nicht nur wegen Kraft und Ausdauer, sondern auch wegen Kreislauf. Manchmal. Dann nehme ich so einen Traubenzucker zu mir und das hilft echt gut, glaubt's mir. So. Ja, ich hätte nochmal gekonnt. Ich dachte, ich hätte jetzt eine doofe Position gehabt, weil der näher kam, aber naja.
Und bei Fuseman muss ich auf jeden Fall mit voller Lebenskraft reingehen, sonst habe ich gegen ihn keine Chance. Das heißt, jetzt konzentriere ich mich erstmal. Ja, keine Ahnung, was ich mir jetzt dabei gedacht habe. Jetzt konzentriere ich mich erstmal darauf, zu Fuseman hinzukommen. Und danach. Also ja, danach werde ich natürlich versuchen zu besiegen. Also mit den. Wow, schnell! Mit den anderen zwei Leben. Schnell, schnell, schnell! Gut. Die Frage ist nur, welchen Boss mache ich als nächsten? Weil Torchman und Impactman. Ja gut, Torchman und Impactman. Also eigentlich haben wir keinen der anderen Bosse bisher gesehen. Das Bällchen stört überhaupt nicht. Gut. Ich habe deine Brille kaputt gemacht, deine Schweizer Brille, und deswegen kannst du nicht mehr weiter lasern. Schnell! Ach so, so ist das gemeint! Ah! So komme ich hier No-Hit durch. Na gut, wahrscheinlich schafft man es auch, wenn man den einen Block nutzt, um sich schützend davor zu sliden. Nur weiß ich jetzt gar nicht, wie das gehen soll. Ne, ne. Gut, dass ich innegehalten habe. So. Ich lerne dazu. Jetzt kommt wieder der Dicke. Jetzt lässt er sich gleich fallen, weil er zu fett ist. Zu fette. Schnell, 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 schnell. Speedrun-Tactics. Ja, Speedrun-Tactics. Speedrun in den Tod. Aber ich hätte. Ich depp! Jetzt nicht alles verhauen, Wolf. Bitte, konzentrier dich ein bisschen. So, erst der da. Ich glaube, ich mach doch lieber langsam. Also weiß ich, dass ich wenigstens zum Boss hinkomme. Seht ihr? Was mache ich mit deinen Elektronen? Ah, ich hätte. Vor allem seine Geschosse sind irgendwie kleiner, als ich erwarten würde. Okay. Shit. Ah, Scheißdreck. Vielleicht darf ich bei dir einfach nicht sliden. Ich habe ihm so viel abgezogen, obwohl ich mit kaum Lebenskraft reingegangen bin. Scheiße, warum war der Run gerade so gut gegen ihn? Das ist doof. Hätte ich volle Lebenskraft gehabt, hätte ich ihn wahrscheinlich besiegen können. Ich schnell rüber. Okay. Ah, Scheißdreck. Falsches Timing. Okay. Mal. Ah, shit. Ah, Scheiße, ich kann nicht über beide springen. Ah. Wow, warum hat er mich jetzt nicht gekillt? Ja, das ist doof. Ja. Ich müsste mal darauf achten, in welche Richtung die Elektroden gehen. Elektronen. Ich glaube, es sind Elektronen, was der da macht. Ich glaube, die gehen immer nur links im Kreis. Das ist scheiße. Nee. Scheiß.
das ist schlecht. Oder? Ne, doch nicht. Ah, ich habe nicht aufgepasst, ich Dreckiger. Ja. Komm, jetzt nicht versauen, Wolf. Shit. Nein! Ich hatte ihn schon wieder fast. Nein. Wir Show, warum? Jetzt habe ich einen Narren an mir gefressen, glaub's mir. Oh Mann, der erste Run war vorhin so gut. Ich glaube, der Boss hier ist Basta Only der einfachste von allen. Ich habe anfangs noch gesagt, da brauche ich auf jeden Fall das Speed Gear. Aber irgendwie, wenn er sein Speed Gear nutzt, ist er einfacher auszuweichen, als wenn man selber kein Speed Gear nutzt. Man muss dann einfach nur zweimal sliden, nicht mehr und nicht weniger. Weil er ist dann so schnell, dass er, ja, dass er quasi an mir vorbei rusht. Nein, das ist jetzt nicht das Rush-Ultimatum von Funk Royale, weil mir bringt Rush kein Unglück. Funk allerdings schon, weil er ja unbedingt Hunde beleidigen muss. Ja, aber gut, lassen wir das. Ich weiß nicht, ob Funk noch genauso schlecht ist in Mega Man wie damals, aber... Eigentlich hat der Schuss mich getroffen. Nein! Ja, das war der Ausgleich dafür, dass der Schuss mich nicht getroffen hat. Sagen wir es mal so. Weil eigentlich hat der Schuss mich getroffen, aber irgendwie hat er nicht gezählt. Wenn ich einmal durch die Stage No-Hit durchkommen könnte, wäre ich echt glücklich, aber es wird wohl nicht passieren. Ach, bin eigentlich... Na gut, egal. Adap. Oh, ihr nervt ganz schön, wisst ihr das? So, jetzt. Und jetzt. Das ist auch easy. Wow! Gut, hier warten und rein da. Nein! Mag doch! Naja, ich muss schon aufpassen. Nicht einfach nur drauf losballern. Auch mal die Augen aufreißen. Wobei, ich muss gerade überlegen, habe ich bei Acid Man das Speed Gear verwendet? Ja, oder? Ich glaube schon. Wäre schon ein geiler Erfolg, wenn ich wenigstens einen einzigen Boss hier Buster Only mache. Also ohne die Gears und alles. Bisher sieht es ganz so aus, als ob Fuse Man mein... Ich sag's mal, Opfer wird. Lande. Gut, perfekt. Ja, ich kann schnell Button mashen. Und ich Button mashe, genau. Und ich Button mashe anders als andere Personen. Das ist ja... Kommt ja auch noch hinzu. Weil die meisten Leute Button ja mashen, genau. Die meisten Leute Button mashen ja, indem sie einfach nur ein oder zwei Finger über die Tasten drüber reiben. Aber ich Button mashe, indem ich ja quasi immer nur mit dem Daumen von oben auf den Knopf drauf drücke. So, ich habe nur einen Schaden bekommen, das war nämlich meine eigene Dummheit. Prepare to die, irgendwas, Dark Souls Edition. Ah,
Errungenschaft freigeschaltet. Gefahr, Hochspannung. Ja. Ich wollte jetzt die Errungenschaft lesen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ich sitze in der Ecke fest. Scheiße. Ah, ich bin gesprungen, aber hat er irgendwie gerade nicht angenommen. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Nein, genau dahin. Ja, er stand jetzt mittig, deswegen habe ich nicht gewusst, ob er jetzt nach links oder nach rechts geht. Weil er geht immer in die Ecke, die weiter entfernt ist. Das habe ich schon begriffen. Also meistens. Ach. Ja. Ich komme hier nicht weg. Ja, das ist jetzt scheiße. Ah, da geht er immer nur von oben nach unten. Ja, habe ich geahnt, aber ich konnte nichts tun, weil ich gerade doof war. Ah, doof von mir wieder. Das ist doof. Jetzt nicht versauen, Wolf. Was hat er gesagt? Wacker? Ne, Walkout. Ne, keine Ahnung, was er gesagt hat, aber ja, Fuseman ist tot. Mindestens ein Boss Buster only. Ohne Gears, ohne E-Tanks, ohne Schwächen, ohne gar nichts. Da ist Fuseman tatsächlich der einfachste Buster only. Wahrscheinlich. Muss mich halt nicht, ich kriege auch so Leuchtstäbe auf den Kopf. Ja. War irgendwie zu erwarten, aber die Hand sieht cool aus. Einfach wie eine Steckdose. Scramble Thunder. Okay, Haben wir das in der Luft? Ja. Aber man kann nur nach unten schießen. Aber man kann nicht nach vorne, man kann nur nach unten und nach oben. Nun gut, dann würde ich sagen, das war Mega Man 11. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.